Sie lacht sich tot, denn sie kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da sind nämlich alle Leute ein bisschen lustiger, aber sie hat was Schlimmes erlebt. Hier ist Sarah. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, es gibt was ganz Tolles. Du hast deinen Mann dabei. Ja, genau. So, der steht hier. Ist das deiner? Ja, das ist meiner, Gott sei Dank. Du bist vierfache Mutter. Ja, wir leben in Patchwork, genau. Zwei Jahr zwei, weil ich dachte nämlich gerade, du siehst noch so jung aus. Ja, deswegen war das so. Nee, 45 ist nicht so ganz jung. 45. Siehst echt gut aus, muss ich sagen. Du bist selbstständig? Ja, genau, mit meinem Mann zusammen. Okay, macht was? Datenschutzbeauftragte. Ah, das ist ja neu. Seit ein paar Jahren ist das ja wichtig, dass man auch externe Datenschutzbeauftragte hat oder intern macht. Das können aber viele nicht, oder? Ja, da gibt es schon eine Menge von. Aber da mein Mann ist da Geschäftsführer und der hat da schon. Aha, okay. Genau. Ich zeig das mal gerade. Du bist schwerstbehindert im Moment gerade, aber auch wirklich. Du kommst nämlich gerade frisch aus dem Krankenhaus und hast gesagt, wir sind dabei heute, wenn das Wohnmobil abgeholt wird. Auf jeden Fall. Ihr habt euch was ganz Tolles gegönnt. Ich zeig's mal gerade. Das ist ein Chic C-Line auf Mercedes-Benz. Genau. Super schickes Teil. Toll. Schön ausgestattet. Ja. Ein fahrendes Hotel für euch, oder? Ja, auf jeden Fall. So, das heißt, ihr arbeitet zusammen. Die Kids sind aus dem Haus schon alle, oder? Nee. Zwischen 11 und 22 sind die. Also einer ist erst aus dem Haus. Okay, einer ist aus dem Haus und der Kleine, der ist noch bei euch, oder? Ja, genau, der ist 11. So, und wenn du jetzt zusammen mit deinem Mann wegfährst, was macht der Kleine, holt er mit? Wir organisieren das, ne? Ein gut laufendes Familienunternehmen. Hallo Stefan. Hallo Sven, grüß dich. Ja, guten Morgen erstmal. Wir schreiben heute im wievielten, Andreas? Ich habe keine Ahnung. Guck mal gerade nach auf der Uhr. Ich habe keine Uhr, ich habe kein Handy. Ich habe Achter, gell? Nichts, wenn du dabei bist. Ja. Also 8. April 2022. Hier steht er. Habt ihr lange drauf gewartet oder war das so eine spontane Entscheidung? Spontan auf der Messe bestellt letztes Jahr. Letztes Jahr. Ausstattung, was habt ihr gewählt? Hell? Wir haben relativ hell gewählt, ja, weil wir Freunde sind von lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und auch die Polster jetzt nicht ganz hell wegen Kinder und Hund und weil wir auch dann arbeiten wollen, aber ich denke, wir haben da eine gute Symbiose gefunden. So, ihr habt jetzt ein Karthago. Warum jetzt ein Karthago? Es könnte ja auch ein richtiges Wohnmobil sein. Das ist für uns, Sven, das ist für uns das richtige Wohnmobil. Ja, wir haben es auf der Messe gesehen, wir haben uns drin verliebt. Es sollte eigentlich ein Zweiachser werden, aber als Sarah dann das große Raumbad in dem Dreiachser gesehen hat, da war es dann geschehen. Und als der Andreas dann zu mir gesagt hat, den kriegst du jetzt auch auf Mercedes, dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns hin. Und dann haben wir da den Sack zugemacht und haben dann bestellt und freuen uns jetzt heute auf den tollen Tag. So, ich werde das gleich mal filmen, wie du da reingehst. Dass wir das mal sehen mit den Krücken. Der ist ja jetzt alles andere als direkt barrierefrei. Wenn man so leicht behindert ist im Moment, das ist ja nur temporär. Genau. Da merkst du aber schon, die Welt ändert sich, oder? Auf jeden Fall. Also man merkt es gestern auch schon wieder beim Einkaufen oder so, wenn sich Leute überholen und sich keine Gedanken drüber machen, dass du nicht so schnell mal stehen bleiben kannst oder ausweichen kannst oder so. Also hier ist was Schlimmes passiert. Du hast angeborene X-Beine gehabt. Und dann, das hat aber irgendwie keiner gemerkt. Und dann ist irgendwie, was ist da genau passiert? Im Büro habe ich mich verdreht beim Einräumen von einem Schrank, genau. So, es hat denn wehgetan? Ja, es hat ordentlich geknackt und hat dann halt auch wehgetan, ja. So, das heißt, du bist dann zum Spezialisten, der hat dann was festgestellt? Genau, und dass ich das Knie komplett gerichtet kriegen musste, genau. Schmerzhaft? Ja. Lang hat es gedauert? Ja, 4 Stunden war die OP und sind jetzt 6 und dann nochmal 6 Wochen, also insgesamt 12 Wochen. 6 Wochen. Ist danach denn wesentlich besser, denkst du? Ja, doch, und klar, sonst wäre ich ja nicht zum Spezialisten gegangen. Das ist so, aber das Ganze ist ja nicht so witzig, also 45. Wenn du jetzt kamst, hast du vorher schon Probleme, Bandscheiben irgendwas? Ja, genau. Ich habe 2 Bandscheiben-OPs, deswegen auch das Bett halt die richtige Wahl getroffen und dass wir halt vernünftig liegen können. Ihr habt ein Queensbett? Wie heißt es? Einzelbetten. Genau, mit rausziehbarem Mittelteil. Mit rausziehbarem Mittelteil, das heißt, wenn mal Streit ist, da wird eine Wand in der Mitte gezogen? Genau, ansonsten kannst du zum Kuscheln rausgezogen. So, ihr seid schon ziemlich lange zusammen, oder? 10 Jahre. 10 Jahre. Das heißt, man muss sich aber lieb haben, wenn man in so einem Wohnmobil drin ist und dann zusammen fährt. Ja. Wir leben und arbeiten zusammen. Ich glaube, das sagt alles. Ist der Stefan ordentlich? Ja, doch. Als Mann ja. Als Mann ja. Denn ganz wichtiges Ordnung halten. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns das mal an. Ihr wart schon drin, habt es euch schon mal gerade eben kurz angeschaut? Nee, heute nicht. Nee, heute noch nicht. Premiere. Premiere. Heute Premiere. So, dann kommen wir gerade mit. Ja. Kommen wir gerade mit, denn wir sind bei Marein Caravaning. Das Ganze ist in Aldenhofen in Nordrhein-Westfalen. Ist es okay, wenn du mal gerade mit mir mal rumläufst? Ja. Ja. Zu mir. Zu dir. Dass wir mal eine etwas andere Ansicht kriegen. Da vorne kommen schon die Blumen.
Aachener Kennzeichen mit drin. Das Coole ist, der ist nicht so hoch. Das heißt, du kriegst gerade im Süden eher einen Platz, oder? Ja, genau. Das heißt, mit den Bäumen, gerade in Italien, wir fahren gerne zum Gardasee, da ist das schon eine tolle Sache, wenn es nicht ganz so hoch ist. Und er ist schmal. Das heißt, also es ist sehr, sehr übersichtlich zu fahren. Also so die ganz großen Dickschiffe, 2,50 Meter und so, da traut man sich ja manchmal gar nicht in die Mautstelle reinzufahren. Das geht. Also die LKWs kriegen das ja auch hin. Aber der ist etwas schmaler, oder? Ja, das haben wir schon festgestellt. Wir haben vorher einen 2,50 Meter breiten Wohnwagen gefahren und das war schon eine Herausforderung, manchmal durch die Baustellen zu kommen. Die noch größere Herausforderung ist, wir sind leidenschaftliche Sylt-Reisende, einen 2,50 Meter Gespann auf das Sylt-Shuttle zu verladen. Das ist schon eine Herausforderung. Shuttle ist was? Ein Zug, oder? Genau, das wird ja, alle, die nach Sylt fahren, werden ja verschattelt. Genau, die müssen auf die Eisenbahn, auf den Zug drauf fahren und du musst dann mit Zugmaschine und einem 2,50 Meter breiten Wohnwagen dann hinten drauf und dann hast du links und rechts noch 8, 9 Zentimeter und dann ist auch schon der Trailer zu Ende, wo du drauf musst. Was ich ziemlich cool finde bei der Marke Carthago ist, dass die nicht so dick aufträgt, finde ich. Also das ist, ich sag mal, ein Understatement. Sie ist sehr schick, aber es ist halt kleiner, weißt du, es ist etwas sehr, sehr gediegen. Innen hast du irre viel Platz. Da ging es ums drum, ne? Dass wir hier innen viel Platz haben, dass wir uns gut bewegen können. Wir wollen ja nicht nur in Urlaub fahren damit, sondern wir wollen es auch beruflich nutzen, mit zu unseren Mandanten fahren, um hier drin zu leben. Und wir haben uns direkt verliebt, als wir das Fahrzeug gesehen haben. Und dank Andreas haben wir dann auch die Vorzüge direkt auf der Messe schon kennengelernt, weil es halt eben von außen sehr gediegen und von innen drin urgemütlich ist und halt eben mega Platzangebot uns bietet. Ja, ist ziemlich lang. Er hat hinten zwei Achsen. Das ist natürlich Laufkultur pur, oder? Da gehst du mal von aus, nehme ich an. Da gehe ich mal von aus und ist ja auch so ein bisschen so dieses wir Männer mit unserem Trucker-Feeling und dann halt eben auch einen Dreiachser fahren zu dürfen. Ich freue mich drauf. Ja, der hat jetzt 7,5 Tonnen Zuladung. Was kann der? Der hat 5,5 Tonnen Zuladung und ich glaube, so in der Ausstattung, wie wir ihn jetzt haben, können wir noch so knapp unter einer Tonne zuladen, so 800, 900 Kilo. Und ich denke mal, da müssen wir dicke mit hinkommen. Ja, die sind auch schnell weg, wenn man sich nicht ein bisschen zusammenreißt, also ein bisschen Frischwasser, Abwasser und so weiter und so fort. Aber ihr könnt einiges mitnehmen. Ne? Das heißt, Sylt, ihr fahrt immer nach Sylt, oder? Wir fahren jedes Jahr im Mai nach Sylt. Wir sind leidenschaftliche Sylt-Reisende und da wir ja als Beratungsunternehmen von überall aus arbeiten können, fahren wir 2 Wochen. Wir werden eine Woche Urlaub machen und wir arbeiten dann auch eine Woche im Wohnmobil. Und manchmal sagen unsere Mandanten, du hast aber bei den Videokonferenzen hast du immer ein tolles Hintergrundbild und sind dann erstaunt, wenn dann Bewegung in dem Bild ist. Sie meinen immer, es wäre ein feststehendes Bild. Nee, wir stehen dann an den Dünen oder in den Dünen und dürfen dann von da aus arbeiten. So, ihr seid leidenschaftliche Camper, Andreas? Du hast gerade gehört, wir fahren jedes Jahr im Mai nach Sylt und das war die Challenge. Es hieß schon auf der Messe, da war so, ja... Der muss im Mai da sein. Genau, da war ja schon bekannt, oh, es kommt zum Teil zu Lieferverzögerungen etc. bei allen Herstellern und es war von vornherein die Challenge, das Fahrzeug muss vor Mai da sein, weil sonst können wir unseren Urlaub, der jedes Jahr in Sylt angedacht ist im Mai, können wir den nicht wahrnehmen. Ein Jahr voraus auch geplant. Und ein Jahr voraus geplant ist und das war wirklich auch für uns eine Riesen-Challenge, dass das Auto genau pünktlich jetzt, deswegen, ich wusste, es ist Mitte April, aber dass der 10. heute ist, das wusste ich jetzt nicht. So, 8. April. Challenge gewonnen. Es hat funktioniert. Habt ihr euch vorher schon mal kennengelernt, Andreas und du? Nein, wir haben uns auf der Messe kennengelernt. Ja, das klingt so, als wärt ihr schon 30 Jahre verheiratet. Nee, wir haben uns auf der Messe kennengelernt und es passte direkt. Und wir sind auf der Messe gewesen, haben die Fahrzeuge gesehen, sind an den Infopoint gegangen, haben gesagt, wir hätten gerne einen Verkäufer. Und dann haben die am Infopoint gesagt, wo wohnt ihr denn? Dann haben wir gesagt, wir wohnen in Stolberg. Ach, dann müsst ihr mit Andreas mal reinsprechen. So sind wir zusammengekommen und es ist für uns auch ganz toll. Wir haben eine ganz tolle Betreuung in der Zeit des Wartens auch bekommen und freuen uns jetzt mega drauf und ist auch für uns sehr schön, dass Marine Caravaning für uns nicht weit entfernt ist. Also wir fahren, das sind so 20 Minuten, 25 Minuten Entfernung. Das ist ideal. Ihr seid aber keine Burgschauspieler, das hier ist gefaked, die haben Geld dafür bekommen. Das ist heute wirklich das vierte Mal mit Messebesuch. Richtig, ja, genau. Direkt. So, die Qual der Wahl, wenn man sowas neu kauft, dann hat man ja den Grundriss, gibt ja allein, ich glaube 5000 Grundrisse, wenn ihr mal kurz mitkommt. Ich traue mich gar nicht, dich jedes Mal. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich dachte mir, ein bisschen Sport ist vielleicht gar nicht schlecht nach der OP. Ja klar, genau so ist es, ne? Wie der Physiotherapeut sagt, üben, üben, üben. Ja, das ist gut, ja. Der hat einen riesen hinteren
Kofferraum, wenn du den mal gerade mal für mich öffnest. Du bist der Mann, der die Übergaben macht hier unter anderem. Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Alexander Kuhn und ich mache die Übergaben und bin dafür zuständig, die Leute hier glücklich zu machen. Glücklich zu machen. Das heißt also, wenn alles schief geht, kann der Mann auch hier einziehen, hier unten. Das heißt, da kommt eine Matratze rein und dann... Wenn er schnarcht, ja. Er schnarcht ein bisschen? Ja. Er schnarcht ein bisschen. Ja. Ist drin ein Hubbett? Habt ihr ein Hubbett drin? Ja. Okay, das heißt, du kannst zur Not kannst du nach vorne ausweichen, wenn es mal da ist. Das ist ja mal eine Garage, Andreas, oder? Das ist so, da kriegt man wirklich allerhand rein. Also Motorroller oder Fahrräder, das ist überhaupt kein Problem bei dem Fahrzeug. Ja. Das Coole ist die Zuladung. Aufgrund dessen, dass das Fahrzeug sehr leicht ist, hast du wirklich noch fast eine Tonne Zuladung, oder? Genau, im Gesamten wird das Auto noch so jetzt gut 900 Kilogramm Zuladung haben. Und die Heckgarage alleine ist mit 350 Kilo ist die beladbar. Da hat auch hinten den Aluminium-Riffelblechboden drin, sodass man auch, wenn man einen Motorroller reinstellt, den Druck vom Ständer beispielsweise sehr schön verteilen kann. Das Auto ist sehr geschmackvoll zusammen und sinnvoll zusammengestellt. Wo liegen wir ungefähr bei so einem Fahrzeug? Vom plus Preis minus, her? Ja. Ja gut, okay. Ist das eine 2 schon? Nee, eine 2 nicht. Eine 3? Nee, also es liegt schon im oberen 100.000er Bereich, das ist so, ja. So, die sind unglaublich wertstabil, ihr habt für euren Wohnwagen, ihr seid Camper, ihr habt ja nicht ewig hier so ein tolles Wohnmobil gehabt, sondern ihr habt einen schnöden Wohnwagen gehabt, der aber ganz toll war. Der war auch ganz toll, genau. Wir haben den uns damals auch so konfiguriert, wie wir den haben wollten, mit Mikrowelle, Fußboden. Der war neu, der war auch schon sehr, sehr gut ausgestattet und das hat auch riesen Spaß gemacht, damit zu fahren. Wir sind halt leidenschaftliche Camper, weil wir beruflich bis jetzt sehr viel in Hotels unterwegs waren. Dann ist das für uns immer ein Ausgleich, gerade mit den Kindern auch, dann in die Freiheit zu genießen, auch in die Natur rauszukommen. Das ist schon sehr schön. So, ihr habt einen kleinen Sohn mit dabei, der dann in Sylt herumspringt oder wie? Mit dem Hund zusammen. Genau. Ist das schwer, da einen Platz zu kriegen in Sylt? Nee, eigentlich nicht. Es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche stellt und was man gerne möchte. Ne? Wir sind halt immer sehr zentral und in Westerland ein toller Campingplatz mit wenig Schickimicki, aber dafür total zentral. Ne? Und wir buchen immer, wenn wir abreisen, buchen wir fürs nächste Jahr schon fest. So, ihr seid das. Das Problem. Gut, das ist ja das Problem. Das machen ja viele. Das heißt, so spontan auf Sylt einen Platz zu kriegen, gar nicht so einfach, oder? Kann ich dir gar nicht sagen. Haben wir noch nie gemacht. Nee. Mercedes-Benz, der Stern ist hinten drauf, Chic C-Line. Was ist hier zu beachten bei dem, wenn man fährt? Bei dem Fahrzeug sollte man ein bisschen weiter ausholen und das Heck schert etwas mehr aus als wie bei den kurzen Modellen, weil es schon etwas größer ist. Es geht aber, oder? Es ist fahrbar. So, und das Ganze... So, ich zeig mal, Außendusche habt ihr rein konfiguriert oder ist das Serie, Andreas? Nee, die Sonderausstattung. Ja. Das Paket ist Lithium drin? Ich kann ganz genau sagen, wie der jetzt genau ausgestattet ist. Frag mal den Stefan. Nein, Lithium ist noch nicht drin. Kommt vielleicht später, genau. Aber ihr steht ja auch oft am Strom fest dann, oder? Genau. Also wir werden das jetzt mal testen und Andreas hat uns gesagt, wir können das immer noch nachrüsten, wir können das umbauen lassen mit Solarpanel. Ja. Genau. Ist auch meine Empfehlung. Tatsächlich würde es für mich selber nicht anders machen gerade. Erstmal die Batterien, die drin sind, schauen, wie man damit zurechtkommt. Genau. Weil die Lithium-Batterien ist ja auch schon nochmal echt ein Griff in die Kriegskasse rein. Und das kann man auf jeden Fall nachrüsten. Das Ladegerät, was drin ist, das kann das muss umgedippt werden und alles ist gut. Ja, okay. Prima. Ja, komm, wir gehen mal rein. Dann schaue ich mal gerade, ob die Sarah hier hochkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie elegant das aussieht. Komm, wir filmen das mal mit. Es gibt nämlich zwei Sachen, die Frauen nicht wollen. Das ist A, mit Krücken gefilmt zu werden, wenn man hochgeht. Und B, den Fragen, die du gestellt hast, ne? Wenn irgendjemand ist. Alles versaut. Ich wollte das nur mal zeigen. Es ist also relativ barrierefrei, wenn man noch ein bisschen laufen kann, oder? Ja, der ist fast barrierefrei von innen. Von daher, also ich sage jetzt mal klar, Rollstuhlfahrer ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber mit einer Gehhilfe oder so kommt man in einem Karthago sehr gut zurecht. Auch. So. Das ging auch von der Breite ganz gut. Ja, ne? Die Tür also tatsächlich, geworden. Ich wollte gerade sagen, mit der Türbreite klappt das halt super. Mit den Krücken. So, die ist etwas breiter geworden, die Tür? Genau, die Tür ist jetzt 63 cm breit, ja. Cool. Ihr habt eine schöne Aufbautür. Holzfarbe unten ein bisschen dunkler, aber die sind heller, die Möbel geworden im Laufe der Zeit, oder? Ganz genau. Es gibt ja mittlerweile drei verschiedene Stilwelten, eigentlich sogar vier mit dem Superieur zusammen, die man beim C-Line halt dementsprechend wählen kann. Und da ist eigentlich immer für jeden etwas dabei. Ne? Da läuft warmes Wasser drunter, da ist eine Alde drin. Genau. Alte Heizung aus Schweden, die wirklich so vom Feeling her macht wie zu Hause, kann man sagen? Das ist so. Das ist ja wie eine Warmwasserzentralheizung zu Hause. Die Dreiachsermodelle haben die alte Heizung serienmäßig drin und bei den Zweiachsermodellen kann man sie optional dazu wählen.
So, das Klo ist hier ein ganz normales Klo drin. Das kennt ihr wahrscheinlich noch vom Camper, oder? Ja, das aber ist so. Das Badezimmer viel größer. Das Badezimmer ist ein Hammer, oder? Ja, der ist super. So, wenn du mal gerade reingehst ins Badezimmer, dann zeige ich dich mal gerade mit deinen Gehilfen, die da sind. Das heißt, drehen, du kannst zumachen, jemand kann sich fertig machen, während der andere vorne vielleicht was guckt, oder? Genau, oder während der andere schon mal das Frühstück bereitet für Sarah dann. Sarah, der ist total schön, der Wagen, muss ich mal sagen. Das ist super. Ich meine, hier mit dem Waschbecken und die Dusche auch relativ groß und man kann das alles absperren, vorne und hinten. Und hat das die Toilette halt auch einzeln, ne? Was ich total als Frau jetzt wieder sehr schön finde. Es gibt ja Grenzen in der Beziehung, also wenn, oder? Ich zeige das mal gerade. Als ihr euch wahrscheinlich kennengelernt habt, hat jeder sich noch Mühe gegeben, oder? Früher, aber immer noch. Wir geben uns jeden Tag Mühe. Okay. Das heißt nicht auf dem Klo sitzen, der andere ist daneben. Heißt, dann kannst du mal bitte rausgehen. Genau. Hier kann man einzeln machen. Du kannst aber richtig zumachen, das zeigen wir gleich mal. Eine riesen Dusche habt ihr? Ja. Ja, die ist total schön, weil wenn du die rund machst, also zumachst, hast du auch richtig viel Platz. Ne? Andreas, sag mal. Soll ich mal als Dummy hier reingehen? Wenn du mal reingehst in den roten Schuhen. Die brauchst du jetzt hier einfach nur zu entriegeln, zack, zack. Und dann kannst du die schließen. Also dann kriegt auch die Sarah noch mit den Gehhilfen. Okay. Schön, dass du gesagt hast mit den Gehhilfen. So, das ist cool. Rücken hat so ein bisschen was Negatives. Genau, Gehhilfen fühlt sich viel schöner an, ja. Du bist selber Camper, Andreas? Ja, das ist schon seit über 30 Jahren, seit 34 Jahren. Fahren wir Reisemobil. Wir sind damals, weil wir zwei Hunde hatten, zwei große Hunde, da kamst du nirgendwo unter. Und dann sind wir ans Wohnmobilfahren gekommen. Damals, anfangs erst gemietet, die ersten zwei, drei Jahre. Und dann aber auch schnell entdeckt, das ist die Art des Urlaubs, die uns gefällt. Und das haben wir bis heute beibehalten. Auch mal zwischendurch was anderes probiert, aber wir sind immer wieder zum Wohnmobil zurückgekommen. So, guck mal hier. Wir haben einen Riesenspiegel, /Schrank, der mit da drauf ist. Das ist auch wichtig, dass man sich auch schick machen kann als Frau, oder? Natürlich. Und das Licht auch zum Schminken und so ist schon... Ist morgens toll. Dein ungefähr die Routinedauer bei dir? 20 Minuten? Ach komm, Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde? Okay. Jetzt wollt ihr mal schmeicheln. Du brauchst doch nur 20 Minuten. Genau. Ja, es gibt ja so ganz neue Produkte, die du irgendwie nur drauf machst, all in one. Nee, also zu den Dreiviertelstunden gehört natürlich nicht das Schminken. Ne? Also Haare auch. Ich komplett fertig bin mit allem Drum und Dran schon. Trotz natürlich der Pandemie. Das heißt, da sind ja so ganz leichte Abstriche sind da zulässig, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich muss mich in den Spiegel gucken und so okay finden. Ich zeig das mal Riesenspiegel. Ja, ich rede gerne mit Frauen drüber, weil ich ganz viele Schminkvideos schon gemacht habe und weiß, wie viel Aufwand das ist, sich ordentlich fertig zu machen, wenn dann das Licht schlecht ist. Das Licht ist halt schon sehr, sehr wichtig und ich will jetzt nicht sagen, es ist A und O, aber doch eigentlich schon. So, auch hier unten jetzt die Armaturen, das sieht aus wie zu Hause, oder? Ja, definitiv sieht das aus wie zu Hause, ja. Und Sven, ich brauche aber auch die Zeit, dass Sarah ein bisschen Zeit hat, morgens im Badezimmer, weil ich muss das Frühstück machen in der Zeit. Und das schaffe ich ja nicht in 5 Minuten. Ist bei uns auch so, tatsächlich jetzt. Ja. Ich mache morgens Frühstück, meine Frau macht sich fertig. Und wenn die dann den Frühstückstisch abräumt, mache ich mich fertig. Genau, so ist das bei uns auch. Genau. Sag mal, du brauchst jetzt 45 Minuten. Braucht der Mann länger? Also bestimmt genauso lange. Weil es gibt ja unglaublich viele, ich sag mal, entsprechend eitle Männer. Ja. Und was man denn auch braucht, ist viel Platz. Das heißt, du hast ja dann wahrscheinlich eine Schminktasche. Ist das denn fest hier im Wohnmobil dann später drin? Oder? Ja, auf jeden Fall. Was genau. Die Schminke zweimal kaufen. Nur die Hälfte, ne? Die andere Hälfte von dem Spiegelschrank ist schon von Stefan. So, zeig mal bitte, wenn du mal öffnest. Geht das bei dir? Ja, ich kann das mittlerweile schon einhändig. So. Und das langt dir, das bisschen da, für deine... Ja, ich habe ja noch hier unten noch drei große Schubladen. Eyeliner, Kajalstifte, Primer. Ja. Nee. Kennt sich richtig aus. Ne? Ja. Durch das hier halt der Concealer. Platz genug ist, die ist schon tief und breit. Das sind echt tolle Schubladen. Ne? Und die überzeugen natürlich auch. So, jetzt ist er so, jetzt ist er ja hier auf der Messe, der Andreas gewesen. Hat er euch das selber verkauft, das Mobil? Ja. Okay. Ja. Was waren so Fragen, die er euch gestellt hat? Das ist, wie die Lebenssituation ist, ne? Wie unsere Urlaubs- das will der wissen. Und Lebens- Ach so. Ja. Genau, das willst du ja auch gerade alles wissen. Ja, klar, aber es geht ja darum, weißt du, das sind die Fahrzeuge auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ja auch so, man muss sich schon ziemlich lieb haben für ein Reisemobil. Ja. Viele kaufen das ja und stellen danach fest, dass das gar nichts für die ist. Ja, das haben wir ja schon mit dem Wohnwagen geprobt und so und das geht super.
Also wir haben unsere Routine entwickelt und jeder weiß in der Arbeit, was sein Job ist, und er weiß das halt auch im Wohnmobil. Was ich immer krass finde, du kommst aus dem Urlaub zurück und denkst, kommst vielleicht in ein großes Haus und denkst dir, wozu brauche ich dieses Riesenhaus auf einmal? Nein. Nee, also man kann sich ja an mehr Platz immer gewöhnen. Ne? Das ist genauso hier wie mit dem Badezimmer. Jetzt ist es im Moment ein Highlight für uns, ja? Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch recht schnell dran. Ist das Bett. Du hast aber noch mehr Kleiderschränke. Das ist ja, glaube ich, wichtig. Hängende Kleidung bei Frauen. Zeig mal bitte, Andreas. Gerne. Wir helfen dir mal. Denn ihr habt wahrscheinlich spezielles Bettzeug für die Polster, weil die sind ja getrennt. Genau. Ist er schon da? Nee, ist noch nicht da. Das heißt im Moment. So, das ist ja mein Kleiderschrank, der ist sehr tief. Ja, genau, das ist auch total wichtig, dass man halt Sachen zum Hängen hat, ne? Wie Frauen mit Blusen und Jacken und Röcken und Hosen und halt alles Mögliche, ne? Dass man da sehr kompatibel ist. Und das ist mein hier. So. Das Schöne ist halt, du hast hier einen getrennten Kleiderschrank, hier einen getrennten Kleiderschrank. Mhm. Und hier, wo die Sarah vorsteht, ist nochmal ein deckenhoher Kleiderschrank. Ach, wie? Auch nochmal unterteilt. Wie im Wohnwagen. Ja, du hast hier wirklich Stauraum ohne Ende. Das ist ja der Vorteil im Wohnwagen, dass du einfach viel Platz hast. Also das ist teilweise, die Wohnmobile kosten mehr und sind viel kleiner. Was ist denn der Vorteil vom Wohnmobil für dich? Also tatsächlich sind hier diese Möglichkeiten viel besser ausgenutzt als in dem Wohnwagen, den wir hatten. Also wir hatten da doch relativ viel, wenn ich das jetzt sehe, Totenraum. Und jetzt hier auch mit den Stufen, dass selbst die Stufen, der Andreas kann das vielleicht mal zeigen, dass selbst die Stufen hochklappbar ist und dass man da was reintun kann. Ne? Zwei Schlappen oder irgendwas kannst du reinmachen. Irgendwas, Schuhe. Kurzfläche. So, jetzt kommt die Liebeserweiterung, zeig dir mal bitte. Ja, auch die ist kein Problem. Die ziehst du einfach raus. Du bist halt mit einem Wohnmobil, bist du halt mega autark. Ne? Und das ist das, was uns am Wohnwagen auch gefehlt hat, ist die Autarkie. Da haben wir halt eben gesagt, okay, das wollen wir halt eben auch gerne noch mit in unsere Freizeit mit integrieren, dass wir halt eben auch mal autark irgendwo stehen können. Und oder wenn wir es beruflich mitnehmen, wenn wir bei einem Industriekunden mit auf dem Hof stehen oder so, dass man dann da auch autark dann stehen kann und genügend Kapazitäten hat. So, der Preis ist ja so, wenn du mal guckst, ein gut ausgestatteter Porsche liegt im gleichen Preis. Ist das Wohnmobil im Prinzip der neue Luxuswagen für viele? Ja, Sven, weißt du, in einem Porsche ist halt schlecht zu schlafen. Ne? Also da bist du mit Sicherheit schnell von A bis B, von A nach B gekommen, aber schlafen wird halt schwierig und das ganze Equipment mitschleppen auch. Und wir sind, für uns ist so die Reise und die Freizeit ist halt eben für uns wichtig geworden. Das ist für uns ein Lebensziel und Lebenstraum, den wir immer gehabt haben, reisen zu können, und das ein Stück weit wollen wir uns hiermit erfüllen. Ja, es gibt ja so einen Spruch, dass wenn man zu Hause bleibt, hat man nur eine Seite eines Buches gelesen. Das Buch des Lebens, habe ich das schön gesagt. Ja, der. Aber das Coole ist Städtereisen. Seid ihr auch so Städtetypen? Ja. Oh. Ja. Wo geht's hin? Wir sind überall durch Deutschland schon gefahren. Also wir haben so eine, wir haben so ein Buch, so 100 Sachen, die du in Deutschland mal gesehen haben musst. Ah, das kenne ich ja. Genau. Das reißen wir so ein bisschen ab, und wir haben immer so ein bisschen mit einem weinenden Auge auch geschaut, wenn wir in den großen Städten gewesen sind, wenn da diese Wohnmobilhäfen gewesen sind, so Hamburg am Wasser oder so, da konnten wir mit dem Wohnwagen dann nicht, und haben gesagt, wie doof, hier wollen wir uns jetzt auch mal gerne eine Nacht hinstellen, und da freuen wir uns auch drauf, dass wir das dann auch mal mitmachen können. Ja. Städtetrips machen. Genau. Unglaublich gerne. Gibt es auch in Köln ganz toll. Überall, ja. Eigentlich jede große Stadt bietet mittlerweile Infrastruktur für Reisemobile an. Jetzt mal eine Frage. So, wenn man da jetzt steht auf so einem Stellplatz und da kommen so Leute und sagen, ah, ist ein schönes Reisemobil, wer seid ihr denn so? Und dann ist das so, dass man manchmal keinen Bock hat auf ein Gespräch? Dann ist man mal unter sich? Nein, oder seid ihr vollkommen... Eigentlich nicht. Ist es schön, wenn einer zu euch kommt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir sind jetzt letztes Jahr auf Sylt, hatte auch jemand ganz spannenden Wohnwagen. Ja. Und da haben wir dann halt auch mal geguckt. Ne? Ja. Und dann hat die auch gesagt, ja, wollt ihr mal reinkommen, gucken? Und da sind wir auch reingegangen. Das sollte man auch können. Also wenn man so vollkommen griesgrämig ist, dann vielleicht ist Camping nicht so und das Ding. Nee. Oder dann halt in die freie Natur. Nein, sind wir auch nicht. Also das ist mit den vier Kindern zu Hause bei uns, ich sage immer, unsere Haustür könnte auch eine Salontür sein, die geht immer in beide Richtungen auf und zu. Und bei uns ist auch jeder herzlich willkommen. Es ist immer viel Action bei uns zu Hause. Ja. Und die Tür steht auch für jeden auf. Und das lieben wir auch. Ne? Ihr wisst, wie viel Aufrufzahlen der Sven so mit den Videos hat. Also ihr müsst euch jetzt nicht wundern, wenn ihr irgendwo auf einem Campingplatz oder Stellplatz steht, wenn es permanent klopft, irgendeiner braucht Kaffee, Zucker, Salz oder so. Oder sagt, hier, ich will Fernsehen gucken. Also ihr habt jetzt immer Besuch, verspreche ich schon. Ja, dann lernen noch gerne neue Leute kennen. Ja, also das ist Netzwerke. Genau. Ich glaube, das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Warte mal.
So, dann filmen wir mal in dein Klo, denn das ist ganz toll. Komm ruhig mal rein. Genau, der Andreas macht mal Platz, denn wir haben tatsächlich Platz, dass vier große Menschen im Bad stehen können. Das geht. Das ist krass, oder? Ja, ist krass. Ne? Also habe ich auch noch nie gesehen vorher in einem Wohnmobil. Also, nee. Sarah, du darfst mal auf dich mal aufs Klo setzen, bitte. Ach, das ist schön. Denn ich will mal sehen mit den Krücken, wie das geht. Nee, ist interessant mal zu sehen, wenn jemand wirklich nicht so gut zu Fuß ist, ob das geht. Das ist in der Tat die einzigste Barriere, die der C-Line jetzt hat, weil irgendwo muss er ja die Achsen unterbringen, die Radkästen dafür. Und deswegen hast du halt hier toilettentechnisch halt diese eine Stufe drin. Ansonsten ist der innen drin. Jetzt ein bisschen knapp, aber es liegt nur daran, dass ich das nicht beugen kann. Jetzt mal eine Frage, ist das frisch operiert? Oder? Ja, genau. Ich bin am Samstag erst aus dem Krankenhaus gekommen. Heute ist Freitag. Und ich darf erst 30% 30% winkeln. Ja, genau, 30% winkeln. Deswegen, sonst würde ich das Bein auch reinkriegen. Ach, du armes Kind. Aber das ist ja raus, das ist ja kein Problem, weil wir haben ja nach vorne nochmal eine Trenntüre. Aber ich sage immer, du musst das immer vergleichen zu Leuten, denen es noch viel schlechter geht. Auf also jeden die, Fall. Oder? Also ich sage immer, solange es mechanisch ist und solange es mechanisch geändert werden kann, ist die Welt in Ordnung. Organisch ist nicht so toll. Also das klappt schon mal. Also jetzt im Moment müsste die Tür aufbleiben. Mhm. Aber du hast hier einen Heizkörper. Frauen lieben Heizkörper, oder? Schön, die ist auch schon warm. Warm? Ja. Okay. Alte ist natürlich warmes Wasser. Das habt ihr vorher nicht gehabt, oder? Im Wohnwagen? Nee, haben wir nicht. So, aber jetzt ist das, du hörst nichts, die Heizung läuft gerade, es ist kein Luftzug, der hier durchgeht. Ja, phänomenal, ne? Also das war immer so ein bisschen so das Camper, im Wohnwagen war das so morgens aufstehen, dann die Trummer die Luftheizung anmachen, dann hörst du die erstmal, bis sie auf Betriebstemperatur kam und das hast du alles gehört, hier hörst du nichts mehr, es ist ganz, ganz leise, ne? Auch warmes Wasser, Tankvolumen hier? 175 Liter. 175 Liter. Ist übrigens auch immer zu wenig, das Wasser, aber ich habe jetzt 100 Liter und komme mit klar. Weil man duscht dann etwas sparsamer. Du bist so ein Langduscher? Nein. Nein? Nein. Wie lange duschst du? Eine Minute? Zwei, drei Minuten. Und du? Schon länger. Aber trotzdem, im Wohnwagen ist das Wasser irgendwann mal leer. Hat der jetzt einen City-Wasseranschluss? Weißt du das? Nee, der hat keinen City-Wasseranschluss, aber ich kann dir einen Tipp geben. Da vorne gibt es so einen Schalter, da kannst du die Pumpe ausmachen, wenn es zu lange dauert. Und dann wird das automatisch, wird das automatisch beschleunigt. Also ist überhaupt kein Problem. So, das heißt, ihr habt ein gutes Feeling mit dem Andreas, oder? Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls bis gerade. Jetzt trennt sich das hier. So, dann darfst du die Sarah mal bitte aufs Bett lassen, dass wir das einmal kurz sehen. Super. Denn du hast mir erzählt, ihr habt keine Kosten und Mühen gespart mit der Matratze, hast du mir erzählt, oder? Nein, das war Komfort für uns und gerade Sarah auch mit dem bisschen Rückenleiden auch noch. Da haben wir gesagt, das ist ganz wichtig, dass sie da super bequem liegt und da hatte der Andreas auf der Messe direkt die passende Lösung für bereit und das war auch ein primärer Ausstattungswunsch von uns. Die Lösung ist wie, Andreas? Hier? Ja, die Lösung halt Einzelbetten und dass man halt bei Bedarf, sage ich jetzt mal, eine relativ große Liegefläche draus machen kann. Über den Treppenauszug kann ich ja das Bett dementsprechend vergrößern und ich habe hier trotzdem noch einen sehr bequemen Betteinstieg. Ne? Und auch wenn das Bett ausgezogen ist, die Treppe bleibt die gleiche. Da ist nicht irgendwie so dann eine, ich sag mal, eine Leiter, die ich hochklettern muss. Der Komfort bleibt immer der gleiche. Genau. Du bist eine große Frau, wie groß? 1,77 Meter. 77. Gab es früher auch das Nutella-Brot wahrscheinlich dann zum Frühstück. Aber genau. Wenn du groß bist und hier sitzt, du kannst aufrecht sitzen, das geht. Ja. Das tut super. Obwohl das Fahrzeug ja nicht so hoch ist wie die meisten anderen. Ist ja viel, viel niedriger. Also was ja enorme Vorteile hat, auch für den Spritverbrauch. Ja, also der ist unter 3 Meter. Das Mercedes ist ein bisschen höher wie der Fiat halt. Der liegt so bei 2,94 halt. Jetzt plus die Aufbauten, die nochmal aufs Dach kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr eine Klimaanlage? Ja, habt ihr. Die kommt nochmal ein bisschen oben drauf. Aber du bist um und bei 3 Metern. Und da sind mal andere Reisemobile deutlich höher. Ne? Der Liegekomfort auf den Matratzen ist ja gut. Ich höre von unseren Kunden fast ausschließlich, dass die im Wohnmobil besser schlafen wie zu Hause. Ich weiß nicht, ob das eine Kopfsache ist oder ob es wirklich an den Matratzen liegt. Ich glaube, das ist eine Kombination von beidem. Mir geht es aber auch ganz genauso. Ich schaffe es im Wohnmobil wirklich abends um 9 ins Bett zu gehen, bis morgens 7 durchzuschlafen. Ich bin zu Hause um 4, 5 Uhr immer wach. Stefan, wenn du mal neben deine Frau gehst, dann zeige ich das mal. Wie das schön ist. Also du kannst da aufsteigen. Das Coole ist, wenn du jetzt natürlich ein Handicap hast, wie jetzt hier die Sarah, dann kannst du dich an beiden, mit beiden Armen richtig hochdrücken. Das heißt, du hast Support, oder? Ja, das ist so. Ja. Das ist auch ein richtig stabiler Möbelbau und der macht dich natürlich auch bei solchen Geschichten dann bemerkbar. Ne? Ja.
Und das ist auch der Unterschied, den wir jetzt zum Wohnwagen hatten. Da hatten wir das Bett an der Seite. Da musste der eine immer aufstehen, damit der andere reinkam ins Bett. Und jetzt haben wir hier den komfortablen Eingang und jeder hat auf seiner Seite und dann kann er den Einstieg nutzen. Und das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Darf ich mal fragen, was hast du jetzt für ein Alter? 50. Echt? Ja, letzten Monat 50. Du siehst viel jünger aus, finde ich. Dankeschön. So, deine Frau ist 45. Das ist ja hier ein Auto, Anschaffung. Was denkst du, für wie viele Jahre? Ja, 10? Ja, so lange wie geht, ne? Wie geht. Ja. Also Werterhalt, Thema Wertanlage, Wohnmobil. Man hat ja schon das Gefühl, ich habe es eben erwähnt, der Porsche hat ja auch Werterhalt, also zumindest mal der Elva und viele andere auch. Das ist hier nicht anders. Habt ihr einen guten Preis bekommen für einen Wohnwagen eigentlich? Ja, wir haben einen guten Preis bekommen. Ja. Das war kein Problem. Nein, wir konnten uns schnell und gut einigen. Ich glaube, wir sind beide aus dem Verkaufsgespräch oder wir drei sind mit einem zufriedenen Ergebnis rausgegangen. Wir hatten alle ein gutes Gefühl, dass wir was richtig gemacht haben. Ja. Ja, zumindest du. Nee, also wir auch. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht so das Gefühl hat. Muss ich aber sagen, der Andreas kommt ja auch aus der Schule, der guten Schule des Verkaufs. Das heißt, also der kann die Leute schon ganz schön, ich sag mal, in den Bann ziehen. Kann man das sagen? Ja, doch. Also begeistern, abholen, begeistern. Aber wir haben halt eben auch in dem Verkaufsgespräch gemerkt, als wir hier in dem Wagen gewesen sind auf der Messe, die Erfahrung von Andreas auch als langjähriger Camper auch, wo er gesagt hat, das braucht er jetzt am Anfang nicht, das kann man nachrüsten oder das würde ich direkt mit dazu nehmen als extra. Oder auch die Idee mit dem Hund, war ja auch super. Wir hatten einen Hund. Wir haben einen Hund, also auch schon gut kniehoch. Ne? Und ein Golden Doodle Border Collie Mix. Du hast ein Foto dabei? 4-1. Ja, klar. Ja, zeig mal, ich halte mal auf deinen Mann. Genau, ist ein Mischlinghund und da hat der Andreas auch direkt zu uns gesagt, ja, da müsst ihr mit der Aufteilung von den Möbeln, also Sofa und so ein bisschen achten, dass man da komfortabel durchgehen kann, damit der Hund auch Platz hat, durchzukommen und sich auch mit hinlegen kann, dass es nicht immer so eine Gekramerei wird, wenn wir dann uns in dem Wagen aufhalten. Ganz genau, das ist ja beim XL, hast du halt eben, dass die Sitzbank und der Küchenbereich halt alles etwas verrutscht ist und wenn du reinkommst, hast du etwas mehr Boden. Bodenfreiheit und das für Leute mit großem Hund. Ich habe auch einen großen Hund, ihr habt ihn heute Morgen gesehen und ist das total wichtig halt. Und das hast du halt bei den zwei Achsern, da rennst du dann, ich sag mal, mehr oder minder direkt gegen die Sitzbank vom L-Schenkel halt. Ne? Du bist links oder auch aus der Goldig? Das ist nochmal, was für ein Mix ist das? Golden Doodle Border Collie Mix. Ein 4-in-1. Name? Sam. Sam, okay, also ein Junge. Alter von ihm? 10. Das heißt, die sind aber unglaublich robust. Das heißt, ja, der ist sehr robust, der ist immer noch extrem verspielt und sehr zutraulich und ein absoluter Familienhund. Und, Schön. Und am glücklichsten, wenn alle zusammen sind. Genau. Am glücklichsten. Ja, klar, das ist ja Family. Ich habe ja drei Stück im Rudel. Wenn die mal alleine sind, dann hängen die aufeinander rum. Ist der auch so, dass er gerne aufs Sofa springt? Nee, überhaupt nicht. Also der kennt seine Grenzen absolut und der bettelt nicht am Tisch, der springt nicht aufs Sofa, der springt nicht aufs Bett und auch hier im Wohnmobil weiß der auch, wo sein Platz ist. So, ihr habt hinten keinen Fernseher, das spricht Bände, oder? Also wir können uns doch anders beschäftigen. Genau. Die lesen viel, hast du mitgekriegt. Genau. So, da wäre schon bei der nächsten Frage, habt ihr die Hubstützen an? Die ist bestellt, die wird in der ersten Maiwoche nachgerüstet. Zur Stabilisierung, genau. Weißt du, was ich meine? Für Sylt. Genau. So, für Sylt. Reicher Boden in Sylt. Nee, der Vorteil ist Hubstützanlage, du drückst auf den Knopf, alles ist gerade. Ja, perfekt. Nicht ja, so wie beim Wohnwagen kurbeln. Darum ging es mir auch hauptsächlich, ne, um das Ausrichten des Wohnmobils und nicht um die Wankstabilität, weil du merkst ja jetzt schon hier, wir stehen jetzt hier im Dreiachser und die Hubstützen sind nicht runter und der steht wirklich schon. Wir sind bis 4 Leuten jetzt hier hinten im Heck und der steht wirklich sehr stabil. Sag mal, Sarah, hier, das sieht doch aus wie im Hotel, oder? Ja, das war mir auch sehr wichtig, also dass das alles hell ist und freundlich ist und auch ein bisschen schick aussieht. Und so wie du. Oh, danke schön. Gerne. Ja gut, wer sowas hat, der wird natürlich überschüttet mit Komplimenten. Wie ist die Reaktion? Hat der Mann dir schon mal Blumen mitgebracht? Auf jeden Fall. Doch, das im Krankenhaus. Das ist aber so eine Vollnarkose, ist immer ein Risiko, oder? Ja. Ja, also ist immer, also wir waren auch alle, wir haben auch alle mitgefiebert, ne? Und es ist immer, jede Operation ist oder jeder Eingriff ist ein Risiko und durch die Vorgespräche haben wir aber sehr schnell festgestellt, dass Sarah da auch in besten Händen ist. Also wir fühlten uns auch da sehr gut abgeholt in der Klinik. Ihr seid wo? In welcher Klinik? Wir sind in Düsseldorf in der Klinik gewesen. Düsseldorf, ja. Sehr schön. So, ja, dann mache ich jetzt mal eins. Ich fühle mal gerade, wie du da runter gehst. Vielleicht kommt der Mann zuerst mal runter. Brauchst du die Gehhilfen? Bei der zweiten Stufe. Bei der zweiten Stufe. So sieht das dann aus. So.
Also für alle, die jetzt sagen, warum ich das filme, weil, glaube ich, viele Leute Schwierigkeiten haben und sowas mal zu zeigen, die Chance haben wir sonst nicht. Nee, das ist tatsächlich so. Also es kommen noch immer wieder Anfragen hier für Fahrzeuge, ich sag mal, behindertengerecht umzubauen. Klar, das geht. Es sind natürlich immer gewisse Grenzen da, aber auch damit beschäftigen wir uns gerade ganz aktuell, sind mit einem großen Ausbauer hier aus der Region gerade tatsächlich in Gesprächen für einige Fahrzeugmodelle tatsächlich behindertengerecht zu machen. Der Morello hat jetzt 4 Stufen, bis du erstmal oben bist. Ja. Das ist dann schon mal noch was anderes. Das hier ist ein sehr, sehr tiefer Rahmen. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Also der Platz ist sehr gut ausgenutzt. Was ich toll finde, ist natürlich, ich zeige es mal gerade, euer Kühlschrank mit dem weißen Inlay. Hast du schon gesehen, Sarah? Ja, ja. Du hast einen Backofen bestellt. Genau. So, auch der darf nicht fehlen. Schon allein morgen zum Brötchen aufbacken, wenn man jetzt nicht gerade in der City ist oder so, dann sind das natürlich absolute Vorteile. Kohlenhydrate. Hm, ja. Gott, die gönnst du dir. Ich esse, was mir schmeckt. Ich esse, was mir schmeckt. Truma Aventa. So, die Klimaanlage habt ihr gleich reinkonfiguriert. Ist da warm schon mal in Sylt? In Sylt, das kannst du alles haben. Wir haben schon in Spaghetti-Träger-Top da gesessen und mir einen Sonnenbrand geholt. Und dann habe ich aber auch schon mit der dicken Winterjacke, die ich jetzt anhabe, und Schal und Mütze und Handschuhe da. Der Mai kann alles. Der Mai kann auf Sylt alles. Kann er alles. Genau. So, ich zeig's mal gerade. Das ist deine Küche. Ja. Du kochst gerne, Sarah? Leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Was zum Beispiel? Ach, für den Stefan sehr gerne Rosenkohl und solche alten. Da muss man pupsen bei Rosenkohl. Älteren? Nö, ja. Eigentlich nee. Nicht, nee. Und dann so etwas herkömmlichere Gerichte. Für die Kinder gerne Aufläufe. Sämtlicher Art. Was für Aufläufe? Ja, so Nudelschinken, Gratin oder Blumenkohlauflauf oder Nudelauflauf oder. So, ist das groß genug für dich, so ein Kochfeld? Ja, auf jeden Fall. Wir haben allerdings auch noch einen Grill. Ein Grill, also genau. Für draußen. Also die Sachen, die stinken, gehen raus. Genau. Das ist so. Hier drinnen werden denn vielleicht die Kartoffeln, Nudeln oder sowas gemacht? Genau. Im Thermomix. Genau. Wir haben einen eigenen Thermomix fürs Wohnmobil. Wir haben einen Thermomix bestellt fürs Wohnmobil. Ja, wir haben auch einen alten ausrangiert. Den nehmen wir eigentlich immer bei längeren Touren nehmen wir den mit. Ja. Wenn du mal den Leuten beschreibst, was ein Thermomix ist. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, Thermomix, das ist, ich sag mal, früher war es für mich ein Mixer für viel Geld. Heute habe ich ihn schätzen gelernt. Also mit dem Thermomix kannst du eigentlich fast alles machen. Also ob es Suppen sind oder ganze Gerichte mit dem Varoma obendrauf und so. Also wir kochen fast jeden Tag mit dem Thermomix zu Hause und im Wohnmobil, wenn wir lange Touren haben, nehmen wir ihn auch gerne mit. Alleine für Soßen mal schnell zubereiten und all so Sachen. Ist wirklich ein tolles Gerät und reinigt sich auch noch selber, wenn du möchtest. Genau. Ne? Genau. Wir haben den zu Hause aktualisiert und haben den dann das Vorgängermodell nicht abgegeben, sondern haben eine Hülle drum getan und packen ihn mit ins Wohnmobil. Exakt, so ist es bei uns auch. Ja. Kann man hier noch zumachen eigentlich, Andreas? Weil die Klotür, die schließt ja nicht als Raumtür. Also jetzt für die Sarah wäre das jetzt gerade relativ gut. Die könnte also jetzt hier nochmal, wenn die jetzt hinten ihr Bein raushängen lässt, könnte die über diese Raumteilertüre den Raum nochmal separieren, sodass man hinten quasi nochmal, ich sag mal, seinen Intimbereich bewahren kann. Ne? So, sag mal, ihr seid jetzt keine Multimillionäre, oder? Das heißt, sowas Anschaffung, das macht man nicht mal eben, oder? Nee, das muss man halt gut überlegen und sich auch zusammensetzen und Vor- und Nachteile sich überlegen. Ja, und dadurch, dass wir halt den Wohnwagen verkauft haben, ne, dann hast du natürlich dann auch nochmal einen Startsprung fürs Wohnmobil. Ihr macht Fahrtenbuch, das ist so, auf dem Auto. Genau. Ich glaube, das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Oder halt 1%-Regelung, wenn man das argumentieren kann. Das ist ja auch oft so eine Sache. Aber er hat es ja nun mal einfach, fahrendes Büro. Das Thema Datenschutz heißt, ihr guckt ja da, glaube ich, die Ordner alle durch. Was ist da? Die Datenbanken werden gecheckt. Unglaublich viel zu machen, die da abgearbeitet werden. Du fährst regelmäßig immer zu den gleichen Kunden an? Genau. Wir haben eine feste Mandantschaft und da sind jedes Jahr Audit- oder Re-Audit-Termine vor Ort bei den Kunden. Wir haben natürlich jetzt auch durch Corona sehr viel aus dem Büro rausgemacht, aber es gibt so 30% von unserem Job, die müssen wir einfach vor Ort machen, weil wir auch mit vielen Leuten in den Unternehmen sprechen müssen. Wir müssen die schulen, wir müssen die abholen und da ist das Face-to-Face nicht zu ersetzen, auch nicht durch eine Kamera. Das ist so, ja. Ja, ihr habt das neue Bedienpanel von Dometic, hast du schon gesehen? Ja. Das ist hier drin.
Das ist ja gemein. So ein schönes habe ich nicht. Hast du das nicht? Nee. Das ist ja schade. Das ist ein Spannungswandler. Ein Spannungswandler ist das? Genau, okay. Richtig. Genau. Ein Wechselrichter, oder? Genau, der hat einen Wechselrichter drin von 12 Volt auf 220 Volt. Der hat eine Dauerleistung von 1,8, also 1800 Watt und eine Spitzenleistung von 3,6 kW. Für den Thermomix. Und das heißt, der läuft tatsächlich. Der läuft darüber. Ja, ja, ja. So, auch die Klimaanlage könnte während der Fahrt betrieben werden? Die kannst du während der Fahrt damit betreiben. Das, was die Klimaanlage an Spannung verbraucht, bringt die Lichtmaschine plus minus wieder an Spannung in die Batterie rein. Also so kann man während der Fahrt auch dieses große Auto, sagen wir mal eine Stunde oder zwei, bevor man am Zielort ist, schon mal anfangen runterzukühlen, dass man dann nicht in so einem warmen Auto dann übernachten muss. So, du darfst dich mal bitte hinsetzen. Mhm. Auf einen Platz deiner Wahl. Vielleicht auch gerne auf dem Beifahrersitz. Denn du wirst ja wahrscheinlich im Moment nicht fahren, weil sogar noch das rechte Bein kaputt ist. Genau, ja. Das ist so. Ja. Geht das denn jetzt von der Beinfreiheit her? Ja, ich bin absolut drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den noch nach hinten fahren könnte. Ja, deutlich noch, ja. Ja, ne? In der Mitte greifen. Ah ja, genau. Also so. Guck mal, das ist doch natürlich jetzt ideal. Das Coole ist, der Vollintegrierte, die haben das so schön gemacht hier. Guck mal hier mit dem Leder in der Mitte, ja, oder? Ist toll, ne? Also die Farben sind toll, es fühlt sich super schön an, ne? Es ist wahnsinnig. Boah, ist das wieder denn? Stauraum drin. Da kannst du ein Kind drin verstecken. Ja, unsere nicht mehr. Okay. So, du hast überall Ablagen drin, ja. Du kannst also Becher und keine Ahnung alles machen. Dann hast du natürlich, das Coole ist hier bei dem Vollintegrierten, dass hier die Sonne nicht direkt auf den Pelz scheint, ja, oder? Ja, genau. Das ist ja immer so blöd, wo ich mich denn immer gerne nach hinten verziehe, weil dann der Winkel von der Sonne etwas steiler ist. Ja. Dann du hast hier eine unheimliche Fläche, ne? Also das sieht schon vom Panorama her ganz anders aus. Es geht wann? In 4 Wochen? Da bist du wieder fit? Ja, ich gebe mir Mühe, ne? Okay. Muss? Ja, wird schon klappen. So, dann bitte einmal, Stefan. Wir verwöhnen Sie weiterhin und wir fahren auf jeden Fall nach Sylt und das egal. Alles andere wird sich da vor Ort ergeben, genau, egal wie. Wenn du dich mal kurz auf den Volantplatz setzt, das Schöne hier bei dem Wohnmobil ist, es ist ein, ich sag mal, schon ein Luxusliner, so ein kleiner, aber der hat eine eigene Tür und das haben die meisten Großen nicht. Genau, die meisten großen Liner haben diese Türe nicht drin. Es gibt Gründe, wofür man die Türe bei den großen Linern nicht verbaut. Allerdings gibt es natürlich auch Riesenvorteile, wenn du so eine Türe hast. Und ich glaube, ich würde lieber ein Fahrzeug mit Türe fahren, weil der schneller ein- und aussteht, gerade mal beim Tanken oder so. Du musst nicht ständig mal durchs ganze Wohnmobil rennen und trägst dir den Dieselgeruch ins Auto rein. Finde ich mit so einer Türe viel, viel angenehmer. Ja. Du kannst hier ein Bett bauen auch eigentlich? Man könnte hier ein Bett bauen. Diese Option haben die beiden aber jetzt nicht bestellt. Dann gibt es so ein versenkbares Tischbein halt mit einem Zusatzkeil. Aber die haben ja das schöne Hubbett hier drin, was eigentlich optisch fast gar nicht auffällt bei dem Auto. Und von daher ist es hier bei dem Auto jetzt keine notwendige Option. Wenn du es mal gerade runterfährst, ganz kurz, das Andreas. Das geht gerade nicht, wenn die zwei da sitzen. Nee, nur ein ganz kleines Stück. So ein bisschen, ne? Ja, nur ein bisschen. Weil sonst, wir wollen die ja nicht. Bleib sitzen, ich pass auf. So. Okay, ja. Oh. Genau, hier. Okay. Das geht also wirklich bis auf diese Höhe geht's runter halt. Ne? Man muss da lediglich nur die beiden Rückenlehnen halt einfach nur kippen. Und dann kannst du es ganz runterhängen und dann kannst du dann so da einsteigen. Pass nochmal hoch, bitte. Mhm. Kann mal zeigen, also das Hubbett. Kann man abwählen? Geht das? Ja, genau. Das kann man abwählen. Entfall Hubbett ist eine Option, die kostet dann ein bisschen Aufpreis. Dann bekommt man auch ringsum laufende Schränke. Das heißt also, die Schränke, die hier an der Seite verbaut sind, laufen einmal ringsum. Oder noch die Variante Skyrim. Dann bekommt man zwei so große Hickey-Dächer mit da rein, mit einem schönen Baldachin, was schön beleuchtet ist. Ist auch sehr, sehr schön. Wird auch oft genommen. Allerdings muss ich sagen, in den letzten 2 Jahren ist Hubbett immer mehr im Kommen, weil man merkt einfach, es kommen auch pandemiebedingt andere Zielgruppen zum Reisemobilfahren und die haben noch Kinder. Ich habe jetzt meins ohne Hubbett bestellt. Mhm. Allerdings mit einer umbaubaren Bettsituation. Ja, wenn das immer ist, so. Ja, wenn so, gell? Mhm. Der Vorteil ist, dass du es nochmal absenken kannst. Aber das Coole ist, dass der Wiederverkaufswert beim Hubbett nochmal besser ist, weil du die Zielgruppen stark erweiterst. Das heißt, du hast eine Option mehr. Ja, ich sag mal, das ist echt, die Karten sind neu gemischt. Das war mal andersrum, dass Fahrzeuge ohne Hubbett am Markt seltener vertreten waren, dadurch preisstabiler waren, weil wer eins gesucht hat, kaum eins gefunden. Und der Trend dreht sich seit 2 Jahren.
Und im Moment würde ich sagen, ist eher das Hubbett ganz klar im Trend. Ja. Das war auch anfangs so ein bisschen. Warte mal kurz, kann ich nicht hören. Ja. Jetzt? Mit der Zielgruppe, das war auch anfangs so ein bisschen unsere Sorge, als wir den Wohnwagen verkauft haben. Das war ein großer Zweiachser mit 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Und da war ja auch die, sagen wir mal, die Interessensgruppe gerade wegen der Zugmaschine schon recht eingeschränkt. Ne? Aber das ging doch sehr, sehr schnell und viel besser, als wir das gedacht haben. Du hast jetzt eine große Zugmaschine. Was hast du? Ich habe eine große Zugmaschine. Ich habe einen Audi Q7. Q7? Ja. So, als Diesel als wahrscheinlich. Diesel. Als Diesel, Automatik, der kann die 2,5 Tonnen, ja, der kann sogar noch mehr, der oder? Der kann 3,5 Tonnen ziehen, so. Ja. Das ist so. Auch da zeige ich mal gerade, also da vorne das Cockpit und so, das fühlt sich schon gut an. Ja. Ja. Cool. Ja, ihr habt es verdient. Ich meine, es sind ja meistens hart arbeitende Selbstständige, die sich das Ganze gönnen. Viele auch in einem fortgeschritteneren Alter wie du. Also ich sag mal, viele Linerbesitzer sind ja, ich sag mal, eigentlich im Rentenalter. Viele, sage ich jetzt mal. Aber ihr habt auch viele junge Kunden. Ja, das ist so. Der Wobi-Fahrer wird tatsächlich immer jünger. Das ist so, was wir so feststellen bei uns auch. Ich zeig mal gerade jung da. Ja, nein. Also normalerweise sagt man so, die Zielgruppe ist 58 plus. Aber das hat sich tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren auch deutlich nach unten geschoben. Also ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile so auf 2,53 im Durchschnitt angekommen. Ja. Also Entertainment. Ja, ich wünsche euch eine gute Reise. Ihr habt ein cooles System. Ihr habt sogar noch Doppelspeicher unten drunter. Das heißt, du kannst also an den Seiten noch beladen. Du wirst die 800 Kilo vollkriegen, oder? Ich befürchte ja, dass wir die vollkriegen können. Genau. Aber was uns hier auch so begeistert hat, ist dass er diesen Doppelboden hat und B, dass wir von sehr vielen Stellen hier innen drin auch an den Doppelboden kommen. Dass wenn wir mal auf Sylt sind zum Beispiel und es mal ein Regentag ist, ich nicht immer nach außen laufen muss, sondern hier innen drin schon Sachen entnehmen kann. Ja, das Coole ist, man kann damit auch im Winter unterwegs sein. Habt ihr das vor? Ja, der Stefan, der ist begeisterter Skifahrer. Du im Moment nicht? Nee, ich nicht nur im Moment nicht, ich überhaupt nicht. Und der wird halt Ende nächsten Jahres mit 2 von unseren Kindern Skifahren gehen, in Skiurlaub fahren. Habt alles schon geplant. Genau. Das finde ich cool. Ja, in einer großen Familie musst du ein bisschen planen. Ne? So, ihr habt jetzt nicht durchgehend Leder bestellt, das ging ja auch. Aber ihr habt Stoffleder, der lässt sich ja gut reinigen mit dem Hund. Ist das eine gute Wahl? Genau, das war Sarahs Idee und ich fand es eine ganz tolle Idee, das kombiniert zu wählen. Auf dem Stoff sitzt sich ein bisschen wärmer. Und die Lederflanken halt eben besser abwaschbar, ne? Wenn der Hund da langläuft mal mit so ein paar Haaren oder so, die bleiben dann nicht so hängen und da haben wir für uns gesehen, dass das wohl die beste Kombination ist. Man hat ja alle Möglichkeiten, ne? Also dieses Spektrum an Möglichkeiten, sei es Farbe, sei es Design, nur Leder, nur Stoff, die sind ja schon sehr groß. Die Qual der Wahl. Ist das eigentlich festzulegen, wenn man das kauft oder kann man das noch ändern danach? Also ich denke mir mal, dass man das vielleicht danach noch ändern kann, würde es aber nicht wollen. Also so. Das heißt, ihr habt dann natürlich dort auf der Messe die Möglichkeit, sich das alles mal live anzugucken, weil in jedem Auto ist irgendeine andere Kombination, die man sich angucken kann. Genau, oder? Wir sind von Auto zu Auto rund gegangen. Da hat der Andreas uns gezeigt, die Stilwelt in dem einen Auto und dann die Sitze in dem anderen Auto. Und dann gab es noch so Lederproben, die wir noch mit reingenommen haben, dass man dagegen gehalten, wie das aussieht. Und haben dann auch außen, ne, konntest ja auch eine andere Außenfarbe wählen. Und das haben wir uns alles angeschaut. Also das war schon ein recht aufwendiger Prozess, aber es hat sich gelohnt. Die Preise sind ja recht stabil im Moment. Also da jetzt irgendwie rumverhandeln, ging das noch mit Andreas? Wir haben uns gut geeinigt, glaube ich. Ja. Okay, also da können wir noch ein bisschen was machen. Aber ich sag mal, du musst dich ja irgendwann mal auch entscheiden. Sonst gibt es kein Reisemobil. Das heißt, Messe war jetzt also fast ein Dreivierteljahr, habt ihr gewartet. Ja? Genau. Also wir haben uns auf der Messe entschieden. Wir haben auf der Messe unterschrieben und Andreas hat für uns dann von der Messe aus direkt bestellt, weil wir ja eben die große Hausaufgabe mit auf die Reise gegeben haben, dass wir das Wohnmobil spätestens bis Anfang Mai brauchen, wenn wir nach Sylt fahren. Ich nehme mal an, du bist ein guter Kaufmann, du hast eine Vertragsstrafe eingearbeitet. Es war tatsächlich eine Klausel drin. Ja. Nämlich, wenn ich nicht hätte liefern können, hätte er tatsächlich mein Wohnmobil als Ersatzwagen bekommen. Und da habe ich natürlich alles dran gesetzt, dass es funktioniert. Das ist auch nicht die Regel, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch so viele Bauplätze, dass ich mir wirklich relativ sicher war, dass wir das gewuppt kriegen. Ja. Ich muss auch fairerweise sagen, du kriegst gar nicht genug Autos, wie du ausliefern kannst im Moment. Jetzt ist die Auswahl ganz gut. Jetzt im April, es kommen laufend Fahrzeuge rein? Es kommen laufend Fahrzeuge rein.
sehen. Nur, ich sag mal, die Marktsituation hat sich ja nicht verbessert, gerade jetzt durch die aktuellen politischen Geschichten, die gerade so los sind. Aber wir sind noch relativ gut unterwegs und da muss ich ganz klar sagen, kommt es mir auch zugute, dass ich Carthago Gruppen-Exklusivhändler bin. Du bist der größte Händler als Carthago? Ja, ich bin 1,82. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch jemand gibt, der größer ist. Aber wir sind schon einer der größten Carthago-Händler Europas, machen die Marke exklusiv und haben dadurch auch eine relativ gute, Liefertreue seitens des Herstellers. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also uns ist kein einziges Auto gestrichen worden, was Endkunden verkauft ist oder sonst irgendetwas. Da sind wir wirklich gut im Laufe. Die Versicherung, du bist wahrscheinlich zu einer Spezialversicherung gegangen, oder? Genau, ich habe auch hier angerufen während der Wartezeit, habe gesagt, welche Versicherung könnt ihr mir empfehlen. Ist mir ein Unternehmen genannt worden und mit denen sind wir dann sehr schnell handelseinig geworden. Und das ging dann relativ zügig heute im Rahmen der Digitalisierung. 2 E-Mails, 2 Unterschriften war das Ding. Das ist so, das ist gar nicht so teuer, aber man muss darauf achten, dass so eine teure Frontscheibe muss zum Beispiel mit drin sein. Die ist drin? Die ist auf jeden Fall mit drin, ja. So. Sven, wenn ja? Ich mal ganz kurz die Kamera, dann möchte ich mal kostenlos gerade Werbung machen für den, wo wir da versicherungstechnisch mit zusammenarbeiten. Ich denke mal, es ist der Name Jahn und Partner gefallen. Da sind wir keine Agentur oder sonst irgendetwas. Wir sagen einfach dem Kunden, ruft da an, ob der unseren Namen nennt oder nicht nennt. Ich weiß nicht, welches Entree ihr gewählt habt, aber ich habe bis jetzt fast immer, wenn wir diese Empfehlung ausgesprochen haben. Kommt ein Check für dich. Quatsch. Erfahren, dass der Kunde auch tatsächlich da abgeschlossen hat, weil die einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell günstig sind. Und absolut unproblematisch. Ja, es gibt da Spezialversicherer. Kann man nur empfehlen, weil die normalen Versicherer schon ein Problem haben, über 100.000 zu versichern. Da gibt es tausende von Fragen, die dann kommen. Du kennst das? Genau, die sind, da kommen Fragen auf, mit denen sich ein normaler Versicherer noch gar nicht beschäftigt hat. Ne? Größe des Fahrzeuges, Achsenanzahl, dann die große Frontscheibe, dann die GFK-Dach, Aluminium-Außenhaut, dann die ganzen Zubehöranbauten, Aufbauten, Dachmarkise, ist die mitversichert und so weiter und so fort. Und da waren wir direkt bei den Profis und da habe ich auch dazu gelernt, dass die normale Versicherung, wo wir unsere Firmenfahrzeuge versichert haben, da in dem Fall halt eben auch nicht so gut punkten konnte. Das hat mir der Versicherer aber auch direkt gesagt. Er hat zu mir gesagt, pass mal auf, die Wohnmobile in dieser Kategorie sind nicht unser primäres Steckenpferd und daraufhin habe ich dann nochmal beim Marine Caravaning angerufen und die haben mir dann den Kontakt hergestellt und so kamen wir dann zu der Versicherung. Die Patchwork Family mit insgesamt 4 Kindern. Ja, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, wir kennen uns unser Leben lang schon. Wir sind in der gleichen Straße groß geworden, haben nur beide getrennt geheiratet. Genau, unsere Eltern haben damals in den 70er Jahren zusammen die Häuser gebaut in der gleichen Straße. Daher kennen wir uns und dann sind wir mal unterschiedliche Wege gegangen und irgendwann haben wir dann doch zusammen. Ihr wart schon mal zusammen vorher? Nee, wir waren vorher nicht zusammen. Also wir haben zusammen früher, als wir ganz klein waren, auch gespielt auf der Straße. Also wart ihr doch zusammen früher? Befreundet, ne? Ja, wie kamst du? Du bist dann da vorbeigefahren, hast gedacht, hier kommen die Sarah, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt willst du es genau wissen, Sven. Wir haben uns dann irgendwann kennengelernt, wiedergesehen. Ja, und dann wo denn? Wo war denn das? Am Dorffest? Auf dem Dorffest bei uns, ja. Echt? Ja. Am Dorffest? Ja. Kirmes oder war das? Ja, genau, so ein Straßenfest, genau. Straßenfest, ja. Und du bist dann da so ran, hast gesagt, oh, ich bin hier frisch geschieden oder so. So ungefähr, genau. Ja. Und dann haben wir das dann nochmal intensiviert, genau, haben wir nochmal ein paar Bier zusammen getrunken. Sieh mal an, du hast dann direkt mal ein paar Sachen gecheckt, so, ich sag mal, die entsprechenden Daten finanziell, was er so macht und so. Das wusste ich ja alles schon. Wusste schon? Ja, logisch. Praktisch. Nein, man verliert sich ja nie ganz aus den Augen. Also hast du da angeguckt, hast du gesagt, dann passt das. Wusste viel voneinander. Ist das nicht schwierig, in der heutigen Zeit einen Partner zu finden, der zu einem passt? Denke ich schon, aber mit dem Alter wird es dann auch wieder so, dass du weißt, was du willst und das wusste halt jeder von uns beiden und ist vielleicht auch noch ein Vorteil, wenn man sich noch kennt und wenn man die Familien kennt und so. Und dann so, der im Prinzip der Hintergrundcheck schon gelaufen ist. Genau. Ja, du hast ja dann einen tollen, im Prinzip einen Gebrauchtwagen gekauft, ja, da war aber keine Garantie drauf, oder? Habe ich auch nicht gebraucht, weil heute wie vor 10 Jahren immer noch total happy und... Ach, ist das süß. Hast du gerade live in die Kamera gesagt. Ja, das kann ich auch bestätigen. Würden Sie jederzeit wieder machen. Ja, ja. Okay, super. Sarah und Stefan. Stefan mit F? Stefan mit PH. Mit PH. Darf man Werbung machen für euren Laden? Wie gerne. Für die Firma Viehoff Consult.
Wie wird das geschrieben? Viehhoff, V-I-E-H-O-Doppel-F und dann Consult. Und ihr macht diese, Thema ist ja Datenschutzgrundverordnung, das große Ding, gab es eine Gesetzesänderung. Viele, weil sie gemerkt haben, es gab denn doch keine Strafe, haben es denn vielleicht nicht umgesetzt intern, wie sie es müssten. Ab wie vielen Leuten gilt das? Das gilt sogar schon für ganz kleine Unternehmen, oder? Genau, das hat eine Novellierung gegeben von 2018 an. Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung war es zuerst die Einstiegshürde mit 10 Personen im Unternehmen, die mit Daten umgehen in dem Unternehmen. Und dann ist die Hürde mit der Novellierung auf 20 angehoben worden. Aber mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung sind auch die Sanktionen etwas drakonischer geworden, sodass der Druck in den Unternehmen gestiegen ist. Heutzutage mittlerweile gehört es mit zum guten Ruf. Ja? Also wenn du irgendwo im Businessbereich zusammenarbeitest, dann wird auch schon mal gefragt, wie sicher sind meine Daten da. Sven, wir beide ja jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt nicht mehr so viel in Hotels, aber wenn du da reingehst und legst deine Kreditkarte auf die Theke beim Check-in, dann willst du ja auch ein gutes Gefühl haben, dass die Daten nicht in fremde dritte Hände gelangen und so ist es dann im unternehmerischen Bereich auch. Und ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen etabliert. Am Anfang sind sie alle ein bisschen übers Ziel geschossen, aber ich glaube, jetzt haben wir ein gesundes Maß gefunden, um das abzubilden. Ja, es gibt zum Beispiel eine Verordnung, die kenne ich noch, weiß gar nicht, ob die gilt. Ich will mal gerade ein Fachwissen testen. Wenn sich jemand bei mir bewirbt, sind die Daten nach einer Zeit zu löschen. Genau, wenn du den oder die Person nicht einstellst, dann musst du die Daten nach 6 Monaten löschen. Und das machen viele nicht, oder? Genau, das vergessen schon mal einige. Ne? Nur mit Einwilligungserklärung des Betroffenen, des Bewerbungskandidaten darfst du die maximal 2 Jahre aufbewahren. Wenn du sagst, hat jetzt gerade nicht gepasst, darf ich mir die aufbewahren, die Bewerbung, aber dann brauchst du eine Einwilligungserklärung, ansonsten 6 Monate. Sarah, ich hätte ihn auch geheiratet, ehrlich. Der weiß alles. Ja, der sieht nicht nur gut aus, der ist auch noch intelligent. So, 8. April 2022, das wohl, ihr seid echt ein klasse Paar. Ich wünsche dir gute Besserung, Dankeschön. Also wenn man das sagen kann. Die haben dich ja aufgemacht dazu. Ist die groß, die Narbe? Ja, die ist schon so 20 Zentimeter. Das heißt nix Sonne oder so dieses Jahr? Ja, ein bisschen verhüllt. Abdecken. Ne? Genau, abdecken. Kannst sehr mit schön. Allem leben. So, vielen, vielen Dank euch beiden. Bleibt mal da sitzen und ich gehe kurz zum Andreas. Wir sind bei Marein Caravaning in Aldenhofen. Das liegt in der Nähe von Aachen. Genau. Was ist der nächste Ort hier? Aachen. Nee, es gibt ja noch kleinere Orte, die direkt daneben sind. Eschweiler. Ja, Dürwis, Weißweiler. Düren habe ich gesehen, ist um die Ecke. Jülich. Ja. Okay. Super. Und das ist der Blumenstrauß, den gibt es gleich. Genau. Ihr kriegt jetzt eure Einweisung. Es gibt sogar schon, da unten steht noch ein Pikolöchen. Da zeige ich es mal gerade. Ist das so normal oder ist das nur fürs Video jetzt? Nein. Das ist ganz normal. Jeder Kunde, der bei uns ein Fahrzeug kauft, kriegt eine sehr, sehr intensive Fahrzeugeinweisung. Die dauert ungefähr 3 Stunden plus minus. Ist aber auch völlig egal, wie lange die dauert. Solange der Kunde Fragen hat, werden diese beantwortet. Und dann gibt es immer einen Strauß Blumen, einen Sekt dazu, einen roten Teppich und den roten Hussentisch. Und ich denke mal, das ist ein sehr emotionaler Augenblick, so eine Übergabe für eines Reisemobils. Und von daher halten wir das so, egal was der Kunde für ein Auto gekauft hat. Gebraucht oder neuer ist. Völlig. Stefan hatte übrigens, das habt ihr nicht gesehen, gerade die Arme ausgebreitet, so als könnte er sie tragen, wie bei Dirty Dancing. Ja. Das ist so. Diese Hebelfigur. Die Hebelfigur. Aber ihr seid echt, wenn ihr mal gerade zu dritt geht, geht ruhig nebeneinander. Dann ja, kommt zu mir. Gibt's noch den Blumenstrauß für dich? Den gibt's gleich nochmal. So, das ist das Abschlussbild. Auf der rechten Seite Andreas Marein. Genau. Und die beiden, ja, fast wie frisch verheiratet, muss ich sagen. Tschüss euch beiden. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.